Hallo Klickenabendler, wir sind in Essen auf der Spiel, neben mir ist der Olli und wir haben ein etwas kleineres Schachtelformat hier vor uns. Das Spiel heißt? Transit. Und ist ein Partyspiel oder ein, ja doch, kann man so sagen, oder? Ja, kann man sagen, so ein bisschen. Für größere Gruppen oder für 3 bis 6 Personen steht jetzt hier drauf. Geht relativ schnell zu spielen, eine halbe Stunde? Ja, etwa. Es ist ab 10 Jahren gedacht, es ist so ein bisschen Familienspiel, ein bisschen älter. Aber du kannst es auch mit kleineren Jungs und Mädels spielen, kein Problem. Ich würde jetzt sagen, es ist ein Würfeljux-and-Gaudi-Spiel, wo es ums Zocken geht. Genau, es ist ein bisschen Zockersache. Du musst halt versuchen, deine Herzen nicht zu verlieren, denn dann bist du leider raus. Und du musst nach den Sternen greifen, denn dann gewinnst du. Dann gewinnst du. Wer 20 Sterne hat, hat gewonnen. Dann hat man noch Geld zur Verfügung, das ist aber nur Mittel zum Zweck während des Spiels. Wie im wahren Leben. Und man hat 3 Karten auf der Hand. Die sogenannten Leitkarten, die dich im Spiel leiten, hoffentlich. Der Startspieler würfelt. Dann werden diese Würfel hier auf dieser Platte den jeweiligen Rängen zugeordnet. Und nur diese Effekte, wozu es Würfel gibt, die tauchen in dieser Runde auf. Jetzt genau entscheidet man, ob man in dieser Runde teilnehmen möchte oder nicht. Weil manchmal ist es besser, wenn man mit diesen ganzen Schwierigkeiten nichts zu tun hat. Aber man kriegt ja dann auch nichts. Ja? Dazu habe ich eben die Karte in. Ich nehme dann führe ich alle Effekte aus. Genau. Oder out. Ich halte mich raus. Krieg dafür sogar Geld. Ja. Oder ich habe diese ominöse Transit-Karte. Der komme ich noch. Da spielt man auf höheres Risiko gewissermaßen. So. Es wird dann aufgedeckt, alle gleichzeitig, die geheimen Karten. Und dann guckt man mal. Wenn wir jetzt 4 Spieler sind, wie viele Leute haben out gespielt? Wenn es zum Beispiel 2 Leute sind, die out gespielt haben, kriegen beide 2 Geldstücke. Diejenigen, die in gegangen sind, müssen erstmal was zahlen. Wenn nur einer drin, also wenn es bei 4 Spielern 2 out sind, dann sind wahrscheinlich auch 2 in, ist logisch. Die müssen dann 2 zahlen. Wenn sie das nicht haben, zahlen sie mit Herzen. Richtig. Muss man bluten. Dann wird das hier abgehandelt. Ich mache das mal ganz schnell. Die 1 heißt einfach, sie wird nochmal gewürfelt, so lange, bis sie keine 1 mehr zeigt und nochmal eingeordnet. Ich nehme mal stattdessen eine 6. Ich glaube, damit man da gleich besser. Ja, ja. Da hast du sehr wohl recht. Kleiner Unwägbarkeitsfaktor noch. So, die 2 heißt einfach, pro Würfel bekommt jeder Spieler, der in ist, ein Herz. Was eigentlich ganz gut ist. Mhm. Jetzt haben wir hier schon etwas, was, ich weiß nicht, warum das immer auftaucht, aber so viele Dreier. Pro Würfel verlieren alle Spieler, die in sind, 2 Herzen. Also 4 jetzt, weil es 2 Würfel sind. Genau. Aber jeder Spieler bekommt auch einen Stern und nach denen will man ja greifen, das ist das Wichtigste. Und dann die 6 bedeutet, jetzt darf gekauft werden. Ja, es beginnt der Startspieler, er darf sich pro Würfel, der hier liegt, eine Karte nehmen. Er muss dafür zahlen, was in diesen unten rechts angegeben ist. Es gibt Karten, die sofort wirken, das sind die mit dem Blitz. Das heißt, wenn ich die kaufe, lege ich sie ab und ich kriege einfach 3 Herzen. Aber interessanter sind natürlich diese kleinen Kärtchen hier, wo oben eine Würfelzahl steht. Wenn ich die vor mir ablege, ich muss da 3 Geld zahlen, dann bekomme ich jedes Mal, wenn die Würfel 4 in folgenden Runden abgehandelt wird, bekomme ich einfach einen Stern. Das ist so eine kleine Maschine. Also wenn das jetzt käme, hättest du den Stern bekommen und den. Genau, ja. Man verbessert seine Möglichkeiten. Es gibt da auch Karten, die einen dann vor diesem Verlust der Herzen schützen oder zumindest ein bisschen schützen und das hat schon Sinn. Ja? Dann gibt es auch ganz fiese Karten, wie die hier. Jedes Mal, wenn die 5 abgehandelt wird, verlieren alle anderen Spieler außer mir ein Leben. Das ist dadurch hinterrücks. Ja. Ja, wenn das alles abgehandelt ist, es gibt dann noch die Leute, die Transit gespielt haben, die bekommen noch 2 Geld, ganz am Ende. Tja, was hat es mit diesem ominösen Transit auf sich, wenn ich die gelegt habe? Und ich war der Einzige, der sie gelegt hat, habe ich Glück gehabt, ich bekomme am Ende halt einfach 2 Geld. Aber wenn mehrere Transit gelegt haben, müssen sie nächste Runde unbedingt inspielen, keine Wahl. Das ist halt das Risiko, dass ich damit eingehe. Und es kann ja sein, dass nächste Runde sehr viel Dreier kommen. Es kann gut sein, ja. Es kann aber auch definitiv schlecht sein. Es kann desaströs sein. Ja, im Wesentlichen ist es das. Wer zuerst 20 Sterne erreicht hat, der hat das Spiel gewonnen, der Sternenkönig hier. Ja. Und der Startspieler wechselt natürlich wie bei allen gängigen Spielen nach links.
ja, ist ein lustiges Jux und Gaudi-Spiel und geht halt, wie gesagt, auch in etwas größeren Gruppen zu sechst. Genau, absolut.